Este programa es presentado por Inverfin. Guten Abend, liebe Zuschauer von Chaco Info. Auch heute bringen wir Ihnen wieder einige interessante Nachrichten. Tremul Plot ist eine Musikband, die viele von uns kennen. Wir haben uns mit den Mitgliedern unterhalten, wie es zur Gründung dieser Band gekommen ist. Das hat vor Jahren drei angefangen. Ich glaube, 2006, wie wir mal auf einem Theaterstück, wo die Musik runterbrachte und wie sangen die Tape. Bis vor der Theaterstück, aber wir dachten damals, wo sagt das, wo die nicht nochmal hergehen. Also habe ich dann einmal wieder Tape gesungen. Ich bin Sänger und Gitarrespieler. Ich bin Christina Niefeld. Und ich bin teilweise in Kanada gewesen, teilweise in La Plata. Und sie dann hier in Philadelphia kommerziell in der Hochschule. Ja. Na, und wart mal gefragt von Ken, mal Plodditsch zu singen. Ich habe da noch niemals Plodditsch gesungen, niemals Plodditsch gelesen. Und ich dachte mir, das ist niemals. Das geht nicht. Aber, weiß nicht, das ging so schön, das erste Mal in den Menschen gefallen zu sein. Habe ich bis wieder. Ja, ich sehe Vernon Niefeld, oder Vern Niefeld. Sie teilweise in Kanada und teilweise hier in La Plata abgewachsen. Ich sehe in La Plata geboren. Wohne all seit 2000, ist das, wo wir in Kanada wohnen. Und nur dreimal Platz gekommen, das ist Christina Niefeld, wir sind befreit. Und seit dann seit dreimal Platz, dann bleibt nicht viel andere übrig, dann wird auch noch mehr. Nee, ich will sagen, ich bin von Anfang an, ich glaube, ich bin erst da. Und ja, als wir einmal anfangen haben zu singen, wir waren dann, wir eine gute Mischung von viel Kreativität und viel Humor in Stämmen und Gitarre spielen und von der Interpress fair war ich. Also die Band zu gründen, das ist eigentlich von allein passiert. Auf dem Theatersteig damals sang ich mit Daniel Klaue, der hier vielleicht auch Geld bekommen hat von Dorothea und Rüdiger und Dorothea Klaue ersehen. Und heute fällt dann ein U und Ut. Und dann sag ich, wie über Nacht und dachte mir so, nein, ich brauche aber jemanden. Ja. Und dann habe ich Arm gefragt und er sagte, jo, ich bringe meine Frau mit. Und ich kann Vern all von Paraguay her, all von Fair her. Und Christina auch. Und da wir spielen wollen, da war dann zu Fuß klar, da muss man nicht sagen, nein, wir gründen eine Band. Ja, wir müssen einfach, naja, dann machen wir nochmal deine. Und ab dem Nummer Kombi ist mir ein Stück Lothar, weil das ist das Schwere, ne, weil nahm man sich. Irgendwo der Plot ist, wird auch wirklich sinnhaft. Und der Gerlatz wird einfach so, naja, wir sind dreimal Plot ist, wo du singen. Und du von dreimal Plot, da kann dann jeder behüllen. Ja. Und ist der Stil, den Sie gesagt haben, oder den Sie singen? Das verändert sich sehr, je nachdem, wovon wo der Wind püßt. Grundsätzlich haben wir zwei Gitarren und Harmonie. Und wir haben unsere eine Art und Weise, wie wir unsere Harmonie tun. Ja. Und dann werden wir jeden Mal Leute Plot merken. Wir nehmen mal ruhig ein Leid, was ganz bekannt ist. Und merken das Plot und merken unsere Version davon. Und dann haben wir auch, am ehesten einfach originale Leute. Und das ist volkstümlich mit einem Klimbett Country-Einschlag und manchmal ein Klimbett moderner. Nicht viel von dem Rock. So, wir sagen immer, du hast Rockmusik dabei, aber du hast nicht so eine Musik aus jenen vier Stahlen. Das hat nichts mit dem Stil zu tun. Das hat wir an der Show gesehen. Ich glaube, all für die 13 Jahre, wie die du in der Hand hast, das Rockleit, das immer dabei warst. Das sind Leute, wo kennen sich mit dem Rock beschäftigt. Interpretativ sich bewegen dort mit dem Rock, so ungefähr, ja. So. Man sagt Closed Captioning, ja. Ich kann die auch vom TV, wo man irgendwie dann schreibt, damit Menschen das verstehen. Ich würde das dann ausspielen. Okay. Wo Lied dann, wo das nicht plötzlich verstehen, wird das verstehen selber. Ja, auf jeden Fall. Und wo kommt ihr nicht dazu, mal am Chaco zu spielen? Na, wir waren ungefähr zwei Jahre hier auf der Männer-Tour für das 90. Jubiläum von Kolonie Männer. Und das ging sehr schön. Und ich dachte, das kommt gut an hier. Dann fangen wir auch meistens an, die Gespräche zu führen mit Trevor. Dann würde vielleicht auch Fan sein, du mal einmal was zu tun. Und so fangen wir dann an. Und wie wir alle sind dabei, würde jeden nochmal kommen. Und dann hier sind wir dann. Der Tschortitzer Jugendtag ist eine der jährlichen Veranstaltungen, die Kooperative durchführt. Wir haben uns mit einem der Organisatoren, Herrn Patrick Friesen, unterhalten, welches die Idee dieses Events ist. 2010 hat der Verwaltungsrat der Kooperative Tschortitzer
dieses Event als solches beauftragt bzw. ins Leben gerufen. Man hat sich dann darüber Gedanken gemacht, was will man damit erreichen, wie können wir die Jugendlichen erreichen, und man hat dann unter dem Slogan "Die Jugend hilft, Akzente setzen" dieses Event ins Leben gerufen. Das ist jetzt von 2010 jedes Jahr um den Tag der Jugend herum organisiert worden. Und das Ziel ist einfach, die Jugend aktiv mit einzubeziehen, ihnen einen Einblick in das Leben der Genossenschaft zu geben, weil sie auch für die Zukunft natürlich unsere Mitglieder und die Mitarbeiter und die Grundlage dieser Genossenschaft und auch der Assoziation sind. Und aus dem Grund organisieren wir das jedes Jahr und das nun schon seit 2010. Für welches Thema habt ihr euch entschieden und wie ist es dazu gekommen? Ja, 2019 haben wir uns für das Thema "Von Gutenberg bis Google" entschieden. So hat man das Thema dann schließlich benannt. Der Grund, warum man ein solches Thema gewählt hat, ist wahrscheinlich, weil das Thema Medien und Gesellschaft und die Wechselwirkung dieser beiden Sachen wohl uns alle beschäftigen, wohl die Institutionen überall, ob das jetzt Genossenschaften sind oder andere, also Privatunternehmen, alle irgendwie darin eingebunden sind, den digitalen Wandel zu gestalten. Ja, wie gehe ich mit dieser Veränderung um? Und auch einmal aufzuzeigen, dass das wirklich auch gesellschaftlich einen tiefen Impact hat. Da hat man sich gefragt, was ist das passende Thema? Und da hat man sich für dieses Thema entschieden. Ein ähnliches Thema ist mal schon auf einem Studententreffen gebracht worden. Es hat schon sozusagen da schon mal seine Feuerprobe bestanden. Und man hat es dann für passend befunden, auch für eine etwas jüngere Jugendgruppe zugeschnitten, das noch einmal für diesen Jugendtag zu bringen, weil man ganz spezifisch denkt, die Jugendlichen können etwas aus diesem Thema mitnehmen, aber genauso gut kann man institutionell oder als Gesellschaft, als ganze Institution, Chartizer, aus diesem Thema viel lernen. So, das waren die Beweggründe, warum man sich dafür entschlossen hat. Die Altersgruppen, die verschwimmen ein wenig. Wir haben uns mal festgelegt, dass wir sagen, so von 15 bis 25 ungefähr. Natürlich sind die meisten Jugendlichen damit erfasst. Wann genau findet jetzt dieses Event statt und wo? Das am Samstag, den 31. August. Das ist ein Vormittag um 9 Uhr beim Centro Cultural Chartica. Also um 9 Uhr, da gehen wir davon aus, dass das Programm beginnt. Natürlich gibt es eine Anreise und wir haben dann vor, ungefähr zweieinhalb Stunden da ein Programm zu haben und dann mit einem Mittagessen abzuschließen. Dr. Douglas Klassen und Frau Edelgard sind den Chaco-Bewohnern und darüber hinaus schon lange ein Begriff. Sie arbeiten und leben in Deutschland. Nun ist Frau Klassen mit einer Delegation des Wirtschaftsverbandes Emsland im Chaco. Ich selber komme aus Lingen an der Ems. Das ist eine ganz kleine Stadt im Nordwesten Deutschlands. Die Region nennt sich Emsland. Das Emsland ist wie der Chaco eine etwas abgelegene, flache, ländliche Region mit einer boomenden Wirtschaft und Industrie. Und wir haben nicht mehr genügend junge Leute in der Region. Und deshalb suchen die händeringend neue Fachkräfte. Das geht fast über alle Bereiche. Auf der anderen Seite, wir beide kommen aus Paraguay, mein Mann und ich, und wir hatten immer wieder Anfragen von Leuten von hier, die sagten, könnt ihr uns nicht einen Job verschaffen? Oder der Sohn von meinem Freund möchte so gerne in Deutschland seine Weiterbildung machen. Wie habt ihr das gemacht? Und da hat mein Mann überlegt, damals ein Abkommen zu machen mit der Katholischen Universität. Und die waren dann natürlich sehr hellhörig und sehr offen für, und das ist auch zustande gekommen. So sind jetzt schon ganz viele junge Ärzte zu uns in die Region gekommen. Die haben vorher Deutsch gelernt und die arbeiten jetzt bei uns im Krankenhaus, um ihre Weiterbildung zu machen. Darauf ist die Wirtschaft aufmerksam geworden, hat mein Mann bei Gelegenheit zu einem Podiumsgespräch eingeladen, wo es darum ging, ausländische Mitarbeiter zu integrieren. Oder das Podiumsgespräch hieß Integration der Diversität oder so irgendwie. Und man merkte aber sehr schnell, es ging eigentlich darum, wo kriegen wir überhaupt Fachkräfte her? Was wird denn angeboten, also sprich, was können die jungen Leute dort lernen?
Es geht hier in diesem Fall besonders um die duale Ausbildung und kein Studium. Eine duale Ausbildung heißt, ich lerne im Betrieb das Praktische und ich lerne in der Schule die Theorie. In der Regel sind das 1-2 Tage Schule und 3 Tage oder 4 Tage Betrieb. Und wir haben in Deutschland über 400 verschiedene Ausbildungsberufe. Wir stellen jetzt hier ganz besonders die aus der Industrie, die Berufe Mechatronik, Metallbau, Maschinenbau, Kfz-Mechatroniker, Landmaschinenmechatroniker vor. Aber das geht dann weiter Pflege, also Krankenschwester, wie wir es bei uns kennen, ist so ein Beruf. Erzieherin, Heilerzieherin für Leute mit Behinderung. Was muss jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt Interesse habe für so ein Studium als Schüler, was müsste ich denn für Kriterien erfüllen? Also wichtig ist einmal die deutsche Sprache, also wenigstens B1-Niveau sollte da vorhanden sein. Das heißt, eine normale Basiskommunikation sollte möglich sein. B1-Niveau ist das, was man hat, wenn man die Stufe 1 vom Sprachdiplom geschafft hat. 18 Jahre sollten sie sein. Und ansonsten die Bereitschaft, wirklich sich auf was Neues einzulassen. Aber jetzt von der Schulbildung her, wie viel, also sagen wir mal, was muss ich denn da abgeschlossen haben? Wir sagen immer eine mittlere Bildungsreife, das heißt 10. Klasse wäre schon wünschenswert. Das ist hier primär Curso. 12. Klasse wäre wunderbar, aber 10. Klasse wäre schon gut. Paraguay ist eines der Länder mit der größten und reichsten Volkstradition der Welt. Am gestrigen Donnerstag, den 22. August, wurde der Tag der Folklore begangen. Kulturelles Erbe nennt man Folklore. Es beinhaltet das spirituelle und materielle Wissen mit praktischen Anwendungen in den verschiedenen Momenten des Gemeinschaftslebens. Teil der Folklore Paraguays sind unter anderem die paraguayische Harfe, Mythen wie Yasuyatere und Luiso, Legenden wie die von Icahuolaños, Ñandeyara Iguazú, Aberglauben, Spiele, typisches Essen, Tereré, Naturheilkunde und einige Handwerke, Tänze und Musik. Immer größere Aufmerksamkeit, auch auf internationalen Märkten, erlangt das Handwerk des Ñanduti, eine filigrane Strickerei, die dem Spinnennetz nachempfunden ist. Eine große Vielfalt des lokalen Handwerks aus Keramik, Strohhüte, Piri, Holzskulpturen, Silber- und Goldarbeiten sowie Bekleidungsstücke aus Leder, handgemachte Stiefel und Handtaschen werden von Einheimischen und Touristen hochgeschätzt. Innerhalb der Gastronomie gilt der Asado als besondere Delikatesse, natürlich mit Mandioca oder der Sopa Paraguaya als Beilage. Und als besonders beliebt und aus unseren Alltagen kaum wegzudenken, ist natürlich das traditionelle Getränk der Tereré oder Mate. Für all dies und noch viel mehr steht die Folklore Paraguays. Der Begriff Folklore steht für Wissen des Volkes und wurde erstmals vom englischen Archäologen William John Thoms im Jahre 1846 verwendet. Die Nationale Transportdirektion DINATRAN fördert die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel auf, ihre Fahrkarten über autorisierten Verkaufsschaltern zu kaufen. In einem Exklusivinterview mit Judith Ferreira, Leiterin der Kontrolle im Busbahnhof der Stadt Asunción, erklärte diese am Donnerstag, dass das Hauptanliegen darin bestehe, einen guten und günstigen Fahrscheinverkauf anzubieten. Daher wäre es am sichersten, man kaufe die Fahrkarte an den Schaltern, die für das Unternehmen, mit dem man reisen wolle, tätig seien. Denn andernfalls könnte man im Nachhinein nicht erwarten, Rückerstattung zu bekommen. Immer wieder käme es zu Anzeigen und Beschwerden von Benutzern, die ihre Fahrkarte von nicht autorisierten Anbietern gekauft hätten. Diese Beschwerden könne man jedoch nicht schnell und in manchen Fällen gar nicht lösen. Weiter sagte Ferreira, dass man im Falle von Unannehmlichkeiten die entsprechenden Beschwerden durch eine Nachricht an die WhatsApp-Nummer 0982 764 200 richten könne. Man müsse bei der Beschwerde auch seine persönlichen Daten angeben. Aufgrund der Waldbrände in den Departementen Alto Paraguay und Foquerón rief die Senatskammer die Umweltnotfallsituation aus. Vorgelegt wurde dieser Vorschlag vom Senator Blas Lanzoni. Der Senator gab zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an, dass dieses Dokument die Einwohner, Produzenten, Organisationen und zuständige Institutionen dabei unterstützen solle, die Anstrengungen zu verstärken, um die Brände zu löschen. Die Brände, die am vergangenen Wochenende begannen, wirkten sich stark auf das paraguayische Pantanalgebiet aus.
Fauna und Flora in einigen wichtigen Naturschutzgebieten erlitten durch das Feuer verheerende Schäden. Das Dokument wurde nun an die Abgeordnetenkammer überwiesen. Während des 8. Treffens des biozeanischen Straßenkorridors in Mato Grosso, Brasil, bestätigte die paraguayische Delegation ihre Verpflichtung zur Realisierung der Arbeiten. Ziel des Treffens war es, Fortschritte bei der Verwirklichung dieser Arbeit zu erzielen, die Südbrasilien, Paraguay, den Nordwesten Argentiniens und Puerto Antofagasta in Chile vereint. Dieser Korridor, der auch Chile, Brasilien und Argentinien umfasst, wird eine Länge von 2.945 Kilometer haben. Davon gehen 574 Kilometer durch Land. Die Vertreter des Ministeriums für öffentliche Arbeiten und Kommunikation, MEOPC, berichteten ihrerseits über den Fortschritt anderer Arbeiten, wie der Ausschreibung des Abschnittes von Cruce Sentinel, Mariscales de Garibia bis Pozo Hondo und die Verbesserungsarbeiten an der Route Transchaco. Auch erwähnten sie das Eisenbahnprojekt, das Paraguay mit einigen Nachbarländern verbinden soll. Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Integration dieser Länder durch den binationalen Korridor eine Entscheidung ist, die von der Landesregierung unter Beteiligung von Regionalregierungen, Unternehmensverbänden und Hochschulnetzwerken gefördert wird. Und nun sind wir zum Schluss der heutigen Sendung gekommen. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschalten. Auf Wiedersehen. Este programa fue presentado por Inverfin.